Wir rätseln noch, wie man da hochkommt. Ja, dann hat eine Stimme gesagt, wie man climb the tower. Ja, deine Stimme war's. Deine liebliche Stimme war's. Ja. Das sind für hässliche Viecher im Hintergrund. Ach so, ein Drache. Hey. Stimmt, irgendwas von Drachen hat er erzählt. Hello. Ja. Hallo. Silvio, vor mit dir. Nicht umdrehen. Was ist denn für ein Krieger? Quickly, jump to the ledge. We must get to the top. Welchen Vorsprung soll man springen? To the top, hat er gesagt. Hier? Ne, so geht's nicht. So nicht. Aber hier hin. Mach was von hier, ja. Komisches Ding. Der, dieses komische Monster. Ich glaube, das macht hier rote Kisten. Hilft glühen. Das uns oder ist nee, das? Die glühen, glaube ich. Die sind, glaube ich, nicht so gesund. Ja, das ist wurscht, aber die sollen uns aufhalten hier. Achso. Ich kann die wegmachen. So. Nicht nett. Oh oh. Ist er da einfach runtergesprungen? Nein! Das war ein tiefer Sturz. Hat er dich umgebracht? Naja, da ist der Boden unter meinen Füßen. Ist zerbrochen wegen ihm. Wo kam das denn her? Ist auch der Typ gemacht. Ja. Gibt's ja keinen Wiederbelebe. Nee, erstmal nicht in der Nähe. Der Martin, der wartet aber auch nicht. Und ich hol mir nur ein bisschen Erfahrung. Arsch. Noch einer. Martin, du bist der Letzte. Aber fast oben. Ganz schön blöd, die Skelett. Los, nach rechts oben, Martin. Oder da lang. Fast. Go, go, go! Los, nach oben mit dir! Das ist nach links, oder? Nee. Schwingt er sich durch die Gegend. Mehr unkoordiniert. In den Hintern geschossen. Der nervt vielleicht oben. Ich kriege den irgendwie runter da. Ja, ich glaube, das sind erwischt. Ist ja geil. So, jetzt Fokus. Wieso gehst du nicht auf diese Planke da, Martin? Auf die Kiste, dann nach links. Auf die Kiste, dann nach links. Dann nach rechts. Und jetzt rüber. Ah, das war nur Anweisung. Vorsicht! Gottes Willen! Jump um dein Leben! Hoch da! Links, rechts! Rechts!
Nein, Mutti, du musst wieder helfen. Wie geht's? Martin, nach links! Oder so. Ist das halt die Kugel im Weg da? Da. Ups. Ja, genau. Jetzt rechts. Rechts, links. Nein. Ach, erstmal. Vorsicht! Ich hol mir das nicht. Kommst du da rauf? Ah, jetzt nochmal rechts. Vorsicht, der macht da wieder irgendwas. Oh, eine Planke. Der fiese. Mit. Achtung. Schieß das einfach weg. Tja. Du kannst dich da auch schwingen, wenn du da weg musst, ne? Oh, sind ja kein Problem, die Typen. Hey, endlich! Martin hat's geschafft, ey. Epic Solo hier. Da waren die zwei Try-Dinge. Fehlt nur noch eins. Ich bild mir mal ein, das hilft wahnsinnig mit den Kisten. Dann leuchtet so schön. Mach das am besten nicht nach. Ja, genau. Warte, da können wir nämlich das Gelände. Ja, eben. Was müssen wir denn eigentlich machen? Machen wir es noch weiter? Bin ich gut. Wir müssen irgendwie weiter hoch, oder? Die mal wegnehmen da. Ja, wir müssen. Ich glaube, das ist jetzt endlos. Ich bin tot. Endlos. Skelett spawn. Wie geht's nicht weiter rauf? Ja, wahrscheinlich mit dem Ding, oder? Mit dem Schwebeding. Hier sind doch so so Steg in der über uns da vier Dinger. Ah ja, ich sehe. Huch, nee. Nein. Schafft, oder? Hä? Wer war's? Ich bin hochgesprungen. Es war nicht in meinem Bild. Hättet ihr mal mit Shadowplay jetzt aufgenommen, hätten wir das gesehen. Ich hab dich doch gesehen, da musst du mich auch gesehen. Danke. Ich dachte, wir kämpfen gegen einen Drachen. Voll der Held, der Silvio. Mhm. Die Damenschütze, die Mütze, die Wehrlosen. Vor allem das war's. Kannst du wie der Typ vorne mit dem Hammer auf den Kopf und das war's. Und er wird zur guten Fee. Ach, ist das hell. Nicht ins Licht gehen. Wer hat das weggeklickt? Keiner. The artifact slowly restored the balance of the world. Back. Life and its joys returned to the kingdom. Hat das zweite nicht ähnlich aufgehört? A new king was elected. The new king offered rewards to our heroes. Ja, vielleicht kommt jetzt noch der DLC. Knight refused to become the captain of the king's men. Ach stimmt, das war auch vom DLC erzählt. Oder ist das integriert gewesen? Das war's schon, ne? Keine Ahnung. Beim ersten Mal, also bei Trine, Trine 2 war's doch erst, oder? Royal Ale Provider. Ja, da kam der DLC danach, ne? The thief was offered riches beyond her wildest dreams. Weißt du das, Silvio? But she felt a longing to go back to the forest ruins. The king granted her wish and gave her reign over the forest. Where life slowly returned, restoring it to its former splendor. Martins Charakter ist Förster geworden. As for the wizard, he finally understood that the road to success did not have anything to do with the fireball spell. Ich kann kein Fireball spell. But saving the kingdom certainly helped. After being married a few years to a lady named Margaret, she gave birth to triplets. A
Margaret ist doch die, die man rettet im zweiten Teil. We also do not know whether the father felt pride, shame or both. When each of his children mastered the fireball before the age of one. Voll der Fehlzauber. But despite everything, they all lived happily ever after. Jetzt wird's kitschig. Mhm. Also, das letzte Bild hätten sie sich sparen können. Da kommt jetzt noch was. Leaving from credits will disconnect you from the host. Waiting for the host will keep you in the game. Tja. Gut. Wollen wir uns den Abspann jetzt anschauen? Haben wir letztes Mal auch gemacht, wenn du dich erinnerst. Und ging danach der DLC los? Oder war der nee, das war ganz am Ende. Also entweder haben wir schon gespielt, oder? Ja, das scheint irgendwie als extra Abschnitt da integriert zu sein, oder? Ja, das könnte sich ja anbieten. Aber jetzt warte mal, die ganze Story hat sich doch so angehört, als würden wir am Ende gegen einen Drachen kämpfen. Da ja, kein Drache. Ich hätte da gern gegen diesen Typen da kämpft und nicht einfach nur... Da war nur dieser komische Lich da, was das da war. Ich glaube, die Herausforderung war wirklich jetzt der Turm. Ohne Safe Point quasi bis nach ganz nach oben zu kommen. Ja, da hat Martin schönes Solo. Wir waren halt leider schon beide tot. Und ich habe gar nicht den... Ja, was hast du eigentlich gemacht? Du bist einfach nur hochgesprungen. Ja, Video, man musste bloß in die Mitte da hochgehen. Ah, okay. Das war's schon. Das Ende gar nicht mitgekriegt. Da, QA. Zwei Leute im Support. Und PR. Ja. Was ist denn für eine Mischung? Das müssen wir mal in der Firma sagen. Die hatten 8 Tester, aber nur 2 Support und PR. Hey, Catering. Wieso haben wir kein Catering? Catering Assistant, also das ist echt. Pontius. Ryan Bowles. Ja, aber da. Wer war denn der Engineer? Ich wollte gerade sagen, also der zweite Teil hat sich dann schon ein bisschen verbessert, ne? Ja. Sie haben alles Gute übernommen und noch ein bisschen erweitert, zum Beispiel, dass man später konnte ich am zweiten Teil Monster und so schweben lassen, Monsterleichen oder die schwächeren Monster auch so. Das gab es jetzt hier gar nicht, da gab es nur diese komische Plattform. Die aber auch ich glaub, der erste viel zu Teil, spät kommt, diese Plattform. Ja, der erste Teil war halt einfach nicht auf Koop ausgelegt. Das heißt doch, aber halt an einer, also Local Koop. Ach so. Ja, sollte ja eigentlich wurscht sein, also. Ja, also das war schon immer auf Koop das Spiel ausgelegt, aber halt an Local Koop, der erste Teil. Ja, kann man da wirklich einen Unterschied festmachen? Local Koop und. Nein, sollte keinen Unterschied machen, aber. Wie gesagt, sie haben es im zweiten anscheinend ein bisschen verfeinert, das ganze Zusammenspiel, und das lief ja irgendwie auch runter, hatte ich den Eindruck. Mhm. Jetzt wird es auch noch ernster am Abspann. Physics. Wo waren denn hier Physics-Effekte? Hast du nicht gesehen, wie die Schwelle herumgefallen hat? Manchmal war die Physik so ein bisschen... Also vor allem, wenn ich geschwungen bin. Und Martins komische Silvios komische Pose dann. Das war... Das wird garantiert eins der Thumbnails.